Der 19-jährige Abdu aus Mali ist einer von 28 Flüchtlingen, die im Berufsbildungswerk in Dürlauingen ihre Ausbildung machen. Ich bin hier seit 2013, sagen wir seit 3 Jahren. Und ich habe schon mal damals als Textilreinigung Praktikum gemacht. Und dann hat mir nichts gefallen. Dann bin ich in diese Werkstatt gekommen. Seit Januar 2014 bin ich in diese Werkstatt gekommen. Und dann hat mir gut gefallen. Dann habe ich sofort ab September meine Ausbildung angefangen, 2014. Das macht mir Spaß. Wenn ich einfach Aufträge machen soll und so weiter oder an der CNC-Maschine was programmieren muss, sowas oder viel Teile bearbeiten, macht mir viel Spaß. Und diesen Spaß an seiner Arbeit merkt man Abdu auch an. Ob an den Maschinen oder beim 3D-Zeichnen, Abdu ist immer mit vollem Einsatz dabei. Und das weiß auch sein Ausbilder zu schätzen. Das ist ein Jugendlicher, der was sehr, sehr engagiert ist. Er war sehr fleißig ist und er hat von Anfang an das Ziel, einfach einen Beruf zu lernen und den Beruf auch abschließen zu können. Im Berufsbildungswerk in Dürlauingen erhalten junge Flüchtlinge wie Abdu nicht nur eine Ausbildung. Damit die Integration der jungen Menschen gelingt, wird hier noch einiges mehr gemacht. Er wird natürlich hier in der Werkstätte durch begleitende Maßnahmen unterstützt. Er macht einmal wöchentlich einen Deutschkurs. Er bekommt fachliche Hilfe, er bekommt Unterstützung in Fachrennen, Fachkunde. Und durch die eigene Berufsschule, wo wir hier im Hause haben, wird er natürlich dann zeitmäßig großartig unterstützt. So klappt dann auch der Einstieg in das Berufsleben nach der Ausbildung. Und auch da sieht es bei Abdu schon richtig gut aus. Derzeit macht er ein Praktikum bei einer Günzburger Firma. Dort zeigt er sich willig, engagiert, wie hier auch in der Werkstätte. Der Chef selber hat ein gutes Verhältnis mit Abdu. Er unterstützt uns ihn in allen Belangen. Und laut Aussage vom Chef kann eventuell eine Übernahme möglich sein. Auch außerhalb der Ausbildung ist Abdu gut in sein Umfeld integriert. Er kocht gerne für seine Kollegen und spielt 3-mal pro Woche Fußball beim TSV Burgau. Und nächstes Jahr hat er seine Abschlussprüfung als Werkzeugmaschinensparner.